Sie sind jetzt bereit, die Troy zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Untergestuhl. Detroit become human. Und damit... Sie waren lange nicht hier. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich hab das Spiel zum zweiten Mal gestartet. Einmal zum Einstellungen machen und einmal jetzt gerade. Willkommen, seid gegrüßt, meine lieben Zweigengnomen, Hobbits und den Nordum, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Detroit Become Human in der Aufnahme auf YouTube. Nach Beyond Two Souls jetzt das nächste Spiel von Quantic Dream, Detroit Become Human, und ich fühle mich beobachtet von ihr hier. Okay, das Spiel hat automatisch eine Sache gestartet. Ich habe es nochmal beendet, um es nochmal neu zu starten von Anfang an. Also ja, wir starten eine neue Geschichte. Ja, ja. Auf geht's ins Abenteuer. August 15, 2038, 20:29 Uhr. Da spielen wir schon den ersten Charakter. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das der Connor sein. Natürlich ist er das. Ich kenne das Spiel schon von anderen Let's Play Projekten. Steuerung. Philips John, geboren 11.10.1999, wohnhaft 1554 Park Avenue Detroit, AV Detroit. Philips Caroline, geboren 23.05.2001, wohnhaft 1554, genau dieselbe Adresse. Philips Emma, geboren 2.9.2028, wohnhaft in derselben Adresse. Eine Familie. Das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Natürlich gibt es einen Erden. Zwergfadenfisch. Oha. Wir haben uns die erste Entscheidung getroffen. Ein Fisch gerettet. Aha, hier können wir jetzt Sachen sehen und tippen. Da müssen wir hin. Ich hoffe, wir können es nachher mal umsehen.
zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chance auf Erfolg. 48% gesund. Ich sehe, was passiert ist. Wird die Gäste um jeden Preis. Okay, hier haben wir Sachen. Die sollten wir uns mal anschauen. Blackhawk. Kapazität 17 Kugeln, Kaliber 355. Insgesamt 21,6 cm auf 12,7 cm. Hier haben wir noch einen zweiten Hinweis. Munition. Geschwindigkeit 365 Meter pro Sekunde. Energie 659 J. Gewicht 115 Gramm. Leistungsfaktor 45 K. Rekonstruieren. A und D. Abweichende Namen, die Waffe des Vaters. Ja. Die Erfolgschance gesteigert. Wir sollten vielleicht hier mal nachgucken. Das Zimmer der Geister müsste das hier sein. Die Tür hat keine Schüsse. Daniel ist sein Name. Das könnte hilfreich sein. Daniel und sie hat die Schüsse nicht gehört. Okay, eine Dialogoption. Das kann wirklich erfolgreich sein. Hilfreich sein. Erfolgreich kann das auch vielleicht werden. Wir schauen uns nochmal um. Vielleicht können wir noch etwas finden, was uns hilfreich sein wird. Oder nicht. Oder die Geißel. Das Bad können wir nicht durchsuchen. Schade. Okay, rum. Hier gibt es einiges zu sehen.
Noch nicht. Ein Mädchen auf einer Dachterrasse als Geisel festgehalten, hier im Zentrum von Detroit. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist, aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alles spricht dafür, dass sich das Einsatzkommando auf einen Angriff vorbereitet und... Seit einer Stunde wird ein Mädchen auf einer Dachterrasse... Okay. Nichts, was wir nicht schon wussten. Familie wird jetzt Abendessen. Deputy Officer. Das erste von uns. Schusswunde von der Waffe. Verstorbener. Den Namen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Okay, rekonstruieren. Jetzt sah die Schießerei. Polizist verletzte den Abweichner. Aha. Aber vorher noch was. Oder nachher was. Waffe. Hier ist eine Waffe. Das Beste, wo eine Waffe dabei haben sollten. Das ist eine dumme Idee, eine Waffe dabei zu haben. Mit wahrscheinlich nichts zu tun. Am Tisch gibt's noch was. Oh, Scheiße. Gib mir Deckung, ich bringe Mann getroffen. Ich wiederhole, Mann getroffen. Sofort evakuieren. Lass mich mal hier durch. Ich habe immer versucht rauszugehen. War ein bisschen ungeduldig. Ich dachte, lass mich mal runter. Nicht unwürdig für einen Polizisten. Verschwunden. Rekonstruieren. Ich muss jetzt mal alles über den Fall wissen. Vater hielt etwas in der Hand. Und dann wird erschossen. Hier muss irgendwo was zu sehen geben. Hier.
iPad rum irgendwo. Da ist noch was. Abwächter sollte ersetzt werden. Aha, das ist sehr hilfreich. Ist da drüben am Klavier. Kinderschuh, buntes Modell, Spuren. Es könnte verletzt sein. Das Abweichlerboot. Frisches blaues Blut. PR-600. Geister um den Kreisgeister geortet und draußen gehen. Huha! Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Gehen wir mit ihm und versauen was nicht. Wir haben so viel Zeug gesammelt. Hi Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Dann war ich damit instabil. Nicht gut. Ruhig. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Oha. Aber das tut sie nicht. Sie ist ganz bloß ruhig. Wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Er ist nicht beschuldigend, einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. 86% ist gut. Dieser Helikopter soll verschwinden. Annehmen natürlich. Weg. Die Situation ist unter Kontrolle. Ist sie nicht, aber du bist weg. Da, du kriegst dein 86%, geil. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Verdammte Scheiße, Mann. Android hätte nicht sterben müssen. Und die Tochter retten.
Das war das Wichtigste. Verdammt, das hätte besser klappen können, aber ja. Das Wichtigste war sie. Angeschafft, Freischalt, Mission erfüllt. Vielen Dank. Angeschafft. Das ist Ablaufdiagramm der Szene. Kennst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen? Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay, Connor starb und hat Emma gerettet. Ja, ein frühes Ende für Connor. Da es einer der Hauptcharaktere ist, befürchte ich, dass es einen nächsten Connor geben wird. Da spielen wir dann das Ganze ohne Connor. Das ist ja irgendwie, Captain Allen sprechen. Fisch retten. Haben wir gemacht. Die Fisch nicht retten wäre wahrscheinlich eine Alternative gewesen. Recht des Vaters untersuchen. Auslöser des Vorfalls ermitteln. Namen des Abweichlers ermitteln. Waffenkoffer untersuchen. Leiche des Polizisten untersuchen. Waffe des Polizisten zurücklassen. Ach, das war die andere Möglichkeit. Waffe mitnehmen. Es war besser, mit einer Waffe da rauszugehen. Es war besser, das nicht zu machen. Es wird verwundet, nach draußen gehen. Abweichler draußen konfrontieren. Wir hätten wohl nicht nach draußen gehen können. Freundlich herangehen, zwei sind Helikopter weggeschickt. Okay. Nah genug herangehen. Selbst opfern. Ich sehe hier mindestens drei andere Wege auf Teamfahrt und hier gibt es noch einen, der da hierhin führt. Kommt hierher, da gab es noch einen dritten Weg. Bei Helikopter wegschicken. Ja, Connor starb und hat Emma gerettet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wirklich schon. Da steht ein Totenkopf da dran. Das wäre ein bisschen. Uff. Da müssen wir es mal wiederholen, weil das ist ein wichtiger Charakter. Da verpassen wir aber einiges, wenn wir den jetzt nicht mehr spielen können. Passen wir ein Drittel der Story. Ich bin gespannt. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, schon so, 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der noch? Im Moment gibt es die gesamte Produktionsfirma im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Okay. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl. Und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder. Fertig. Wir werden Druiden verkaufen. Hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das ist teurer und mehr Funktionen. Ich mag den Kerl nicht. Oha. Wen haben wir denn da? Da ist er. Ich zahle nicht mehr als. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, Aha. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter.
AX-400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Quantic Dream. Presents. Detroit der Zukunft. November 9, 2038. 9:38 Uhr. Hierzu Malerei bedarf Berlin. Hier, lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh, danke, Liebes. Ein Entenpflegedruide. Ohne Bestellung 847 bei Malerbedarf Berlin ab. Hierzu Malerbedarf Berlin. Will ihn nicht hier entlang. Okay, ich gehe ja schon. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Warte auf grünes Licht. Ja. Und dann bestehen bleiben. So. Grün. Auf geht's. Wir sind ein braver Androide. Ein GPS. Das ruckt gerade ein bisschen. Liegt vielleicht an meinem PC. Da gibt's was, da müssen wir hin. Ja, kriegen geschmissenes Zeug. Und wo findet hier eine Demo statt? Human Music. And then to hear music with soul. Yeah.
Hier ist der Verkaufsstand für Cyberlife. Okay, eine Demo. Okay. Eine Anti-Androiden-Demo. Wie soll ich das denn finden? Da entlang. Bellini Pants. Die müssen wir rein. Ein anderer Druide. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Fantastisch. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Okay. Mitnehmen. Nimm den Bus nach Hause. Tür öffnen. Okay, kann man Winkel ändern. Ich würde es wirklich interessieren, ob wir den Connor noch mal wieder sehen und ob wir uns das jetzt für immer verwehrt haben. Nummer noch mal. Und dann interagieren. Und was können wir hier machen? Na dann, wir werden es sehen. Was das Connor-Opfer jetzt gebracht hat. Hey, weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden! Android Temporary Parking. Okay, wollen wir uns in die Parkingszone zumstellen? Ist schon voll. Davor, ne? Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen. Ah, da ist der Bus. Und nicht ersetzen. Kommt gleich eine Demo vorbei. 30% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas? Ja. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Zum Bus. Ach, wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Sehr gefürchtet. Ja,
So ein Trick. Was für Arschlöcher. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Jetzt verlieren wir ihn auch noch. Das wäre sehr schön. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Alle tot. Im ersten Kapitel. Ihnen gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Das. Da kam er noch gerade lebend raus. Da können wir mit dem Auto interagieren. Bitte beachten Sie die speziell gekennzeichneten Bereiche. Bus warten. Der Bus fährt jetzt an. Wir wünschen einen. Okay. Androidenabteil, damit sie nicht mit den Menschen zusammen sitzen. Es erinnert an andere Zeiten. Wo andere Gruppen von Menschen damals. Bus nicht nebeneinander sitzen durften. Farbtöne. Max hat den Bus genommen. Alternative ist, den Bus nicht zu nehmen. Demonstranten bedenken, Markus. Das war mir wichtig, das mitzunehmen. Das ist ein Teil der Geschichte. Im Park spazieren gehen. Hardtop Volkkäufer ansehen. Muss Gärten zuhören. Gab es noch andere Sachen, die wir mitnehmen konnten? Schade. Malereibedarf aufsuchen. Gab es auch Möglichkeiten, das nicht zu tun, oder? Das sieht irgendwie nicht so danach aus. Der Paket holen, und das hatten wir schon. Aktuell wechselt es zwischen Connor, zwischen Marcus und ich hoffe, ich habe mir da wirklich nichts versaut. Es wird dramatisch. Wie gesagt, ein Drittel des Spiels. Okay. Kommst du? Unterwegs. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich. Steht um endlich auf Abruf. Hausaufgaben, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Halte folgende Taste gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Haben wir schon gemacht. Bei den anderen. Den Müll aufsammeln. Ja. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Aha, hier. Ja, kann ich besorgen.
Ja, ja. Bring ich dir morgen. Ja, haben wir die Teller jetzt auch weggeworfen? Man ist ein Einmalteller. Gut. Fernseher. Kommt bei den Amis alles in die eine Kiste rein. Recycling ist hier ist ein Name. Wenn Amis nicht so wirklich das Ding. Hier nochmal umgucken. Scannen, da ist noch was. Das wäre auch mal toll, in Real Life da einen Androiden zu haben. Das ist schon so ein Roboter, der den Haushalt macht. Das ist schon. Der Reiz ist nicht ganz. Das hat schon so seinen Reiz. Das ist verlockend. Das nicht mehr selbst machen zu müssen. Verdammt, Mann! Putz unten. Okay. Und was machen? Spülmaschine funktioniert nicht. Okay, fehlende Komponente wird bestellt. Mit den Abwasch machen. Okay, ist mit dem Abwasch hat nicht geklappt. Das mir drin. Okay, dem Alten geht's scheinbar nicht so ganz gut. Eishockey wird geguckt. Stopp, so reinschalten. Der lief wohl lang nicht mehr. Da ist noch was am Tisch. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Lass sie doch mal spielen. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Der kommt mit der Erziehung mit der Kleinen gar nicht zurecht. Der hat da, wie es ausschaut, ein kleines Problem. Mit der Kleinen. Ein großes Problem mit der Kleinen. Spül, spül, spül. Spielen wir das einzeln ab. Nächstes. Ah. Cutscene. Alles. Der hört sich irgendwie so an, als wäre der. Er ist irgendwie drauf auf irgendwas. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Oh Mann!
Eigentlich nein. Du hast schon genug gesoffen. So viele Flaschen, wie ich hier weggeräumt habe. Ja, was so ist. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Sehr freundlich. Im Garten gibt es noch was zu machen. Ich bin jetzt nicht mehr abgeschlossen. Dann an einem anderen Tag. Da gab es noch was, da habe ich was gesehen. Ein Tisch mit Alice. Kommentarieren. Ausbunds. Punkte verbinden. Okay. Transportinnovation, die Kalifornien bewegt. Eine Subtube beendet heute ihre erste Reihe. Reise von Manhattan nach Downtown LA. In unter 2 Stunden, weniger als die Hälfte des 5-stündigen Fluges. Die Höchstgeschwindigkeit von 2900 km/h wurde möglich, weil die Bahn durch einen Unterdruckkammer fährt, die den Magnetmotoren eine fast reibungslose Umgebung bietet. Für Pendler öffnet sich so die verlockende Aussicht nach einem langen Arbeitstag in Big Apple, die Füße an der Golden Coast ins Wasser zu stecken. Kaliforniens Immobilienmärkte reagieren, Preise in den Vororten um 64% gestiegen. Immobilienmaklerin Charlene Love aus Los Angeles weiß, woher die neuen Käufer kommen. Das sind Typen von der Ostküste, vor allem New Yorker. Sie sehen eine Chance, den Lucadon zu behalten und einen LA-Lifestyle zu führen und wollen möglichst schnell profitieren. Immobilien sind nicht das Einzige, das verändert wird. Schauplätze werden knapp und die Einzelhändler in den Vororten ziehen in Erwartung des Dollars aus New York die Preise an. Es wird erwartet, dass Langzeit California aus den Städten verdrängt werden, weshalb sie gegen die neue Linie protestieren. Wie ein wütender Demonstrant es ausdrückte, zuerst nimmt uns Detroit unsere Jobs und dann New York unsere Häuser. Man hört es auf. Naja, eine E-Zeitung, ein E-Paper. Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Okay, gehen wir mal nach oben. Oha. Können wir es gucken? Credit Card Application. Overdrawn Account. Okay, Rechnungen. Dann gehen wir mal hier hoch. Und hier oben um, was wir hier aufräumen müssen. Beim Totzzimmer auf, na toll. Sieht bestimmt aus wie der Saustall. Der letzte Saustall. Ach, sie haben jetzt bestimmt nicht alles lesen. Da geht es um einen Androiden-Quarterback. Sicherlich sehr umstritten.
So, die Gitarre aufgestellt. Der war wohl mal Musiker. Und jetzt zum Sport. Als erstes war Sport. Sieht aus wie in Beyond Two Souls. Ein bisschen die Comics. Wir haben doch die Zeit, oder? Ist ja nicht verboten. Interessant. Ein Drache. Trink Wasser. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeit. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Ja. Das können wir mit unserem Kopf, mit dem. Das ist dringend nötig hier, wie es auch hier bisher aussieht. Snüften. Die Rechnung aufräumen. Was haben wir da? Ich vermute, was das war. So wird es noch nicht gezeigt, aber ich habe schon so eine. Ich weiß es. Es ist. Es wird später sehr offensichtlich sein. Es wird sehr früh sehr offensichtlich sein. Ich werde es nicht extra anmerken, aber es ist. Ja. Man merkt es. Da kommt der kleine Alice, heißt so, glaube ich. Die Alice im Wunderland. Und die Depressivum. Oha. Verschreibungspflichtig natürlich. Selbst natürlich. Ein Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Nein, lesen wollen wir nicht. Dann wäre es aufgeräumt. Schaut so aus. Weg da! Sehr zuvorkommend und sehr freundlich, der Typ. Das Klo. Das räumt man doch gerne auf. Klo putzen. Das Bad. Kamera im Spiegel. Wische den Boden. Ich mobbe den Boden. Beschissener, dreckiger Boden. Ist hässlich.
und bei Alice rein. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Das anschauen. Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Natürlich. Sie, Spielzeug. Ich habe sogar schon die Idee, wie ich die Charaktere spielen will. Ich werde die Kara werde ich so als Zwischending spielen. So habe ich das, so denke ich, das werde ich es machen. Den Connor, falls wir den noch spielen dürfen, ich hoffe es sehr, werde ich als totalen Roboter spielen, also der absolut nicht, absolut kein Abweichler, komplett die Regeln. Und den dritten, den Markus, den spiele ich jetzt total abweichender als. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Weg freigeschaltet. Okay. Haben wir nur, wenn wir ihr Vertrauen bekommen. Ein Schlüssel. Dazu. Wir haben ihr Vertrauen. Das ist schön. Das haben wir schon mal geschafft. Die Mutter. Oha. Der böse Idee. Ah, da hat sie uns gezeichnet. Mit dem sie uns kaputt macht. Kara werde ich so spielen, also am Anfang die Regeln befolgen und alles so ein bisschen versuchen, doch schon irgendwie gut gehen zu lassen. Aber wenn es sein muss, dann doch mal eingreifen. Connors Hardcore. Was machst du da? Nicht eingreifen, Regeln halten. Nix. Du spielst. Und? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Markus. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles. Und zum Anfang war es doch nicht. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Lass das Mädchen los. Sag es! Du hast mich! Drecksack.
Gott. Was mache ich denn? Eine gute Frage. Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Nächstes Kapitel abgeschlossen. Geheimnisse. Errungenschaft freigeschaltet. Fertig genutzt. Willkommen zu Hause. Stott gehen. Androiden-Power. Lesen. Punkte verbinden lesen. Geschirr waschen. Alles drehen, Staubsauger aktivieren. Hier haben wir noch einiges verpasst. Den Garten wahrscheinlich hätten wir noch machen können. Müll rausbringen. Bitte nach oben zu gehen. Nach oben gehen. Da gibt es auch wenig Abweichungen. Alles Zimmer putzen, Zimmer lüften. Trotz Zimmer putzen, Tabletten aufräumen. Ja, aber so ziemlich alles aufgeräumt. Außer hier, da gibt es noch Sachen. Und drüben Quarterback lesen. Badezimmer putzen. Jetzt geht in ihr Zimmer, Toilette putzen. Claire sieht eine Waffe. Okay, wo haben wir denn eine Waffe gesehen? Claire entdeckt einen Weg nach unten. Okay. Heißt es freigeschaltet und ich bin nicht genutzt, oder? War denn deine Waffe? Ach so, die in seinem Schrank war eine Waffe. Eine Pistole. Vielleicht können wir die uns für später merken und rechtzeitig wegnehmen. Damit dann nichts passiert. Denn das Reden, Endes gibt Cover einen Schlüssel. Endes Box öffnen und fertig geputzt.